Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Heute basteln wir eine Wiege und ein Schaukelpferd. Wir brauchen gebogene Mehrwegstrohhalme, Pappe, eine leere große Klebefilmrolle, rund und eckige Holzstäbe, Stoff, einen Handseifenschlauch und zwei leere Toblerone-Schachteln. Für das Schaukelpferd schneiden wir 8-mal einen Pferdekopf aus Pappe und kleben die Teile aufeinander. Es kommt natürlich immer auf die Dicke der Pappe an. Wenn man eine ganz dicke Pappe verwendet, muss man natürlich nicht 8 Pferdeköpfe ausschneiden, sondern entsprechend weniger. Für die Sitzfläche schneiden wir wieder 8 Teile aus, diesmal Rechtecke, und kleben sie wieder aufeinander. Den Pferdekopf auf die Sitzfläche kleben. Als Beine nehmen wir die eckigen Holzstäbe und kleben sie von unten an die Sitzfläche. An die Vorder- und an die Hinterbeine kommen jetzt jeweils 2 Holzstäbe quer. Die Kufen schneiden wir aus einer leeren Klebefilmrolle aus, und zwar schneiden wir hier 2 Streifen ab. Die Kufen kleben wir seitlich an die Holzstäbe des Pferdes. Für die Griffe zum Festhalten nehmen wir einen runden Holzstab, schneiden 2 schmale Stücke ab und kleben sie links und rechts am Pferdekopf an. Für den Schweif schneiden wir wieder 8 Stücke Pappe aus und kleben sie aufeinander. Den Schweif jetzt hinten auf die Sitzfläche kleben. Und das Pferd in ockerfarbener Acrylfarbe bemalen. Für die Wiege schneiden wir von der Toblerone-Schachtel eine kleine Ecke ab. Eine der 3 Seiten schneiden wir heraus. Nehmen wir von einer zweiten Schachtel nur das Ende und kleben es dann an die erste Schachtel. Geht natürlich auch nur mit einer Schachtel, man hat ja 2 Enden. Bei mir war aber die Schachtel so kaputt, dass ich halt 2 Toblerone-Schachteln benutzt habe. Jetzt kleben wir die Liegefläche hinein. Von gebogenen Strohhalmen schneiden wir 2 Stücke ab, das werden die Kufen von der Wiege. Die Kufen kleben wir von unten an die Schachtel. Aus einem Handseifenschlauch schneiden wir ein Stück ab und kleben es auf die eine Seite der Schachtel. Das wird später der Halter für den Betthimmel. Strohhalme verschließen wir noch mit Heißkleber. Jetzt bemalen wir die Schachtel mit ockerfarbener Acrylfarbe, die Liegefläche in weißer Acrylfarbe. Das Kissen und die Bettdecke schneiden wir aus Stoff aus und kleben sie so zusammen, wie im Bild zu sehen ist.
Bei der Bettdecke gehen wir genauso vor wie beim Kissen. Jetzt kommt der Himmel dran. Hier schlagen wir eine Seite des Stoffes um und kleben es fest. Den Stoff schieben wir auf ein Stück Draht und formen es dann zu einem langgezogenen U. Jetzt kleben wir das Bettzeug fest. Den Handseifenschlauch kleben wir jetzt ein Stück runden Holzstab. Das wird die Halterung für den Betthimmel. Den Stab auch mit ockerfarbener Acrylfarbe bemalen und zum Schluss noch den Betthimmel festkleben. Die Wiege ist durch den Betthimmel leider ein bisschen instabil geworden, also ohne Himmel würde die Wiege auch wirklich richtig schön schaukeln. Na dann, viel Spaß beim Schaukeln und gutes Nächtle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis bald, eure Steffi.